Hallo, heute gibt es den Lesemonat November. Es fing an mit Don DeLillos 0K. Hier geht es um den Ich-Erzähler Jeffrey. Er ist Sohn eines Milliardärs namens Ross. Ross ist Hauptinvestor oder einer der Hauptinvestoren eines geheimen Projekts. Bei diesem Projekt geht es um die Unsterblichkeit. Menschen lassen sich einfrieren und konservieren, bis die Medizin soweit ist, die Unsterblichkeit zu realisieren. Und dann erst werden sie wieder zum Leben erweckt. Jeffrey begibt sich in dieses geheime Labor, um sich von seiner sterbenskranken Stiefmutter zu verabschieden. Natürlich befindet sich auch der Vater bereits dort. Vater und Sohn haben keinen sehr guten Kontakt zueinander und sie sind sehr unterschiedlich, charakterlich gesehen, und sie haben auch eine ganz andere Einstellung diesem Unternehmen gegenüber, denn Jeffrey ist nicht wirklich davon überzeugt. Er fragt sich, was das Leben überhaupt noch für eine Bedeutung hat, wenn es den Tod nicht gibt. Dann gibt es hier einen Zwischenteil, wo die Gedanken und die Selbstgespräche der Stiefmutter, ich schätze kurz nach der Einfrierung, wo der Körper und der Geist nicht mehr ganz im Einklang sind, dargestellt werden. Und dann folgt der nächste Teil und das fühlte sich für mich ein bisschen an wie ein Bruch. Dann plötzlich ist Jeffrey wieder in der Normalität, nicht mehr im Labor und erzählt über sein Leben mit einer Frau und ihrem Adoptivsohn. Jahre vergehen und Jeffreys Vater meldet sich wieder bei ihm. Und zwar teilt er ihm eine Entscheidung mit, die auch mit diesem Projekt am Anfang zu tun hat. Das Thema, was mich hier am allermeisten interessiert hatte, war die Unsterblichkeit. Zumindest mir konnte dieses Buch für dieses Thema keinen neuen Zündstoff geben, keine neue Perspektive. Das fand ich sehr schade. Die Vater-Sohn-Beziehung, was auch ein großes Thema in diesem Buch ist, fand ich jetzt auch nicht wirklich sehr neu. Es hat mich vor allem nicht allzu sehr berührt, weil ich es als sehr distanziert empfand. Überhaupt blieben mir alle Figuren sehr fremd. Sehr schade, denn ich fand die Idee wirklich toll. Der Anfang, fand ich, war auch sehr vielversprechend. Ich habe sehr bedauert, dass wir nichts weiter über das Projekt erfahren haben, auch nicht über die Leute im Labor bis auf diesen Zwischenteil. Man weiß also auch nicht, wie das Ganze ausgeht. Und die Entwicklung der Geschichte hat mir leider auch nicht mehr zusagen können. Schade, aber mein Ding war es einfach nicht. Dann ging es weiter mit Du hättest gehen sollen von Daniel Kehlmann. Wir lesen hier eine Art Tage- und Arbeitsbuch des Ich-Erzählers. Das heißt, er schreibt auf, was ihm so passiert, was er sich denkt. Und weil er Drehbuchautor ist, schreibt er hier auch Ideen und Szenen für sein nächstes Stück auf. Der Ich-Erzähler macht mit Frau und Kind Urlaub. Sie mieten ein abgeschiedenes Haus auf einem Berg in der Nähe eines Dorfes und dort ereignen sich sehr schnell sehr merkwürdige Dinge. Es fängt an, dass der Protagonist sehr regelmäßig Albträume hat, immer die gleichen. Dann fängt er auch an, Dinge zu sehen bzw. nicht zu sehen, was er sich nicht erklären kann und so weiter. Alle drei fühlen sich sehr schnell nicht mehr wohl in diesem Haus. Es fängt relativ harmlos an, wird aber zunehmend immer unheimlicher. Und dann geht es auch in eine Richtung, wo sich Ebenen und Dimensionen verschieben. Ich habe dieses Buch sehr gerne gelesen, da es insbesondere bei mir mit der Zeit auch ein unbehagliches Gefühl ausgelöst hat und immer spannender wurde. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch anmerken, dass man nicht unbedingt eine sehr innovative Geschichte erwarten sollte, wenn man den ein oder anderen Film oder vielleicht auch das ein oder andere Buch gelesen hat, ist die Geschichte nicht komplett neu. Aber ich hatte viel Freude dabei, gerade weil es so ein Gefühl in mir ausgelöst hat beim Lesen. Mir hat es Spaß gemacht. Dann habe ich gelesen das kleine Einschlafbuch für Große von Mahler. Ich habe dieses Buch bekommen, es war eine absolute Überraschung. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet und las dann hinten, das kleine Einschlafbuch für Große hilft beim Ordnen unangenehmer Gedanken, fördert die nächtliche Kreativität und wiegt sie sicher in den Schlaf. Ich bin kein Mensch, der Ratgeber liest. Dann dachte ich mir, okay, keine Ahnung, was mich hier erwartet. Habe gedacht, ich guck mal kurz rein und dann konnte ich es nicht mehr aus der Hand legen. Und plötzlich war ich am Ende. Es geht auch ziemlich schnell. Das Buch ist wirklich köstlich, insbesondere in der ersten Hälfte lag ich am Boden. Nicht, weil ich eingeschlafen bin, sondern weil ich mich so wegschmeißen musste. Das heißt, dieses Buch ist kein Ratgeber in diesem Sinne. Eigentlich genau das Gegenteil, denn es nimmt alle Ratgeber wunderbar auf die Schippe mit einer herrlichen Ironie, aber auch auf Kosten des Lesers. Das heißt, alles, was dafür sorgt, dass man nicht einschlafen kann, wird dem Leser recht gnadenlos vorgehalten. Humor ist immer eine Sache, eine sehr individuelle Sache, aber mein Geschmack konnte es absolut treffen. Ich habe lange nicht mehr so gelacht
beim Lesen. Ein sehr interaktives Buch außerdem auch. Man kann Listen erstellen, man kann Fragen beantworten und noch vieles, vieles mehr. Interessant war auch, dass dieses Buch, obwohl es alles aufzeigt, was den Schlaf verhindert und nicht fördert, dass es auch geschafft hat, dass man locker wird und dass man trotzdem oder vielleicht gerade deswegen auch erkennt, dass unterm Strich alles nichtig ist. Und somit verfehlt dieses Buch seine Wirkung auch keinesfalls, obwohl es genau das Gegenteil macht von dem, was Ratgeber normalerweise so tun. Eine lustige, kreative und interaktive Satire mit Wirkung. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. Dann ging es weiter mit Memory Wall. Das Ganze spielt in Kapstadt und es geht hier hauptsächlich um Alma, eine Witwe, die unter Demenz leidet. Deswegen hat sie zu Hause auch eine Memory Wall. Das ist eine Wand als Gedächtnisstütze mit Fotos und Notizen und auch eine Art Kassetten, auf denen Almas Erinnerungen gespeichert sind. Das ist eine neue Methode, die für Demenzkranke entwickelt wurde als Erinnerungshilfe. Um Alma kümmert sich ihr dunkelhäutiger Hausangestellte Feko. Weil Alma mit entsprechenden Ports im Kopf ausgestattet ist, kann Feko bei Bedarf diese Erinnerungskassetten einlegen und Alma erlebt ihre Vergangenheit ein weiteres Mal. Aber es gibt noch einen Mann, der hinter diesen Kassetten her ist, denn auf diesen Kassetten befindet sich eine Information, auf die er sehr scharf ist. Deswegen bricht er zusammen mit einem weisen Jungen jeden Abend bei Alma ein und hört diese Erinnerungskassetten ab. Neben dieser Suche geht Dörr hier auch auf die Natur und auf Fossilien und auch auf das Universum an sich ein. Und es werden auch noch ein paar andere Themen angeschnitten, beispielsweise Apartheid. Ich fand, dass Dörr sehr schön geschrieben hat, sehr poetisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich ein Freund von Novellen bin und obwohl mir die Sprache sehr, sehr gut gefiel, hätte ich mir doch ein bisschen mehr Umfang gewünscht. Denn so schön Dörr hier alles beschreibt und umschreibt, hätte ich mir gewünscht, dass wir auch ein bisschen mehr in die Figuren eindringen können. Das kam mir persönlich in diesem Buch etwas zu kurz. Sehr schade. Deswegen fand ich das Buch gut. Ich habe es auch gerne gelesen, aber so richtig umgehauen hat es mich nicht. Denn ich hätte mir einfach ein bisschen mehr von den Figuren gewünscht. Dann ging es weiter mit Duell von Jost Zwagermann. Jelmer ist der Direktor des wichtigsten Museums für moderne Kunst in Amsterdam. Auf eine listige, aber lustige Art wird dem Museum ein kostbares Gemälde entwendet im Wert von mehreren Millionen. Jelmer macht sich also auf die Suche, gemeinsam mit dem etwas pingeligen und pedantischen Restaurator des Museums. Die Suche nach dem Gemälde ist ihre Geheimmission, denn wenn irgendjemand etwas über diesen Diebstahl wüsste, wäre das nicht nur ein großer Skandal, sondern auch Jelmers beruflicher Ruin. Die Suche gestaltet sich recht schwierig, denn das Gemälde soll nicht etwa auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, sondern für jedermann zugänglich gemacht werden. Das heißt, Kunst nicht für die selbsternannten Kenner und die selbsternannte Elite, für die gehobene Gesellschaft, sondern für jedermann von 1 bis 100, ohne die große Bühne und die Zuschaustellung einer Museumswand. Also Kunst für den ganz normalen Betrachter. Die Reise des Direktors und des Restaurators ist lustig, ihre Begegnungen ebenso. Die Ironie und die Spitzen in diesem Buch sind herrlich. Es ist eine freche Novelle über den Kunstbetrieb und über die Bedeutung und auch über das Betrachten von Kunst. Ich habe es unglaublich gerne gelesen. Es hat übrigens ein wunderbar überraschendes Ende, das mir auch richtig gut gefiel. Sehr kurzweilig, vor allen Dingen aber auch wirklich sehr interessant. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr bedauerlich, dass Zwagermann nach diesem Buch Selbstmord begangen hat. Wir bleiben bei der Kunst. Es ging weiter mit Die Konsequenzen von Ninia Weyers, eine Buchmessenempfehlung. Hier geht es um Mini Panis. Sie ist Performance-Künstlerin und hat ein neues Projekt am Start. Und zwar soll ein Fotograf, mit dem Mini eine Affäre hatte, sie beschatten und heimlich fotografieren. Das Leben, der Alltag der Mini Panis als Kunst. Das Ganze soll über einen längeren Zeitraum laufen. In dieser Zeit aber dürfen die zwei sich nicht mehr sehen. Das ist eine Voraussetzung. Genauso wenig wie Mini bemerken darf, dass der Fotograf ihr folgt, darf der Fotograf niemals eingreifen. Er muss ein unbeteiligter Beobachter bleiben, egal was passiert.
Das sind also die Voraussetzungen. Dann fängt das Projekt an und wir erfahren bis fast zum Ende des Buches nichts mehr über das Projekt selbst. Also welche Aufnahmen der Fotograf macht, was er sich dabei denkt, wie er vorgeht und so weiter. Wie Mini tappen wir, was das angeht, im Dunkeln. Das hatte ich so anfangs nicht erwartet, das macht aber überhaupt gar nichts. Stattdessen folgen wir hier Mini und erfahren sehr viel über ihr Leben, über ihre Gedanken, ihr Wesen, ihre Vergangenheit. Dabei gehen wir bis zu ihrer Kindheit zurück. Sie war übrigens auch ein sehr ungewöhnliches Kind. Und ja, wir lesen immer wieder abwechselnd über verschiedene Episoden ihres Lebens. Als Erwachsene ist Minnie auf eine sehr natürliche und unanstrengende Art kompliziert und sehr sympathisch. Sie ist vor allen Dingen auch sehr eigen und ein richtiges Rätsel. Denn Minnie zu entdecken, wird hier oft dem Leser überlassen. Ihr Charakter wird hier nicht seziert, zumal sie auch jemand ist, der sich immer wieder mal gerne zurückzieht im Leben und dementsprechend wird ihre Geschichte hier in diesem Buch in dieser Art auch erzählt. Ganz und gar greifbar wird sie nicht, bleibt dem Leser aber auch nicht fremd. Diese Mischung fand ich sehr interessant und auch sehr gelungen. Man muss das mit Sicherheit mögen. Ich brauchte ehrlich gesagt ein bisschen, um in diese Geschichte reinzufinden und dann fand ich es wirklich immer, immer, immer besser. Und es ist ein Buch über das Leben hauptsächlich, aber auch über die Kunst und die Kunstszene und auch über Identität und über das Geformtwerden. Ein Buch vor allen Dingen auch, das mich immer wieder überraschen konnte und ja, ungewöhnlich. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte es. Das nächste Buch halte ich sehr kurz, denn ich hatte es schon in meinem Video über Erzählbände vorgestellt. Fluchtversuche von Markus Orts. Ein Erzählband, bei dem mir fast alle Geschichten sehr, sehr gut gefielen. Insbesondere begeistern konnte mich der Einfallsreichtum von Markus Orts. Er hatte sehr außergewöhnliche Ideen, unvorhersehbare Geschichten zum Großteil auch und die Sprache hat es geschafft, mich innerhalb von kürzester Zeit in den Bann zu ziehen. Es hat mich sehr neugierig gemacht und flutsch musste ich jede Erzählung zu Ende lesen. Das gefiel mir sehr gut. Falls ihr mehr über dieses Video Buch erfahren möchtet, verlinke ich euch natürlich wie gehabt das Video. Dann ging es weiter mit einer Graphic Novel und zwar D'Orsay-Variationen von Manuele Fior. Dieses Buch hatte ich auf der Buchmesse gekauft und habe auch einen Beweis dafür. Eine Museumswärterin schläft während der Arbeit ein. Sie sitzt neben dem Gemälde Die Schlangenbeschwörerin von Rousseau. In ihrem Traum begibt sie sich in dieses Gemälde und von dort begeben wir uns dann auch auf Zeitreise. Wir tauchen ein in die Zeit der Impressionisten. Neben Rousseau begegnen uns auch Monet, Cézanne, Degas und auch andere Künstler. Wir erfahren hier, wie schwierig die Maler es seinerzeit hatten, Anerkennung für ihre Werke zu finden. Ihre Bilder stießen auf Ablehnung und Unverständnis. Und dann wacht die Museumswärterin auf. Fior hat hier auch einige Bilder der Künstler mit seinem Pinselstrich in diese Graphic Novel eingearbeitet. Ich muss sagen, dass ich nicht sehr viel über die Hintergründe der Künstler weiß und auch nicht sehr bewandert bin, wenn es um Malerei geht. Ich habe es zwar gerne gelesen, denke aber, dass man einen ganz anderen Blick auf diese Graphic Novel hat, wenn man kunstinteressierter ist und auch besser darüber Bescheid weiß als ich. Entweder findet man es sehr, sehr viel ansprechender als ich und wird seine Freude damit haben, oder aber man wird nicht viel Neues hier in dieser Graphic Novel entdecken können. Dafür könnten aber die, wie ich denke, freien Verbindungen, die Fior hier geschaffen hat, ansprechend sein. Es ist sehr schwierig für mich zu beurteilen. Da ich aber kein großer Kenner bin, was Malerei angeht, habe ich es zwar gerne gelesen, aber ein Genuss in dem Sinne war es für mich leider nicht. Ich würde sagen, falls ihr Interesse habt, werft auf jeden Fall mal einen Blick rein. Das nächste Buch hatte ich in der Buchhandlung entdeckt, dachte mir, ich muss es mir mal merken. Dann hat Literaturlärm es empfohlen und dann wurde es mir auf der Buchmesse empfohlen, war so klar, dass ich, was ich euch nicht erzählte, von Celeste Ng lesen muss. Das Ganze spielt in Ohio 1977 und die erste Information, die wir als Leser bekommen, ist, dass Lydia tot ist. Aber ihre Eltern und ihre zwei Geschwister wissen es noch nicht. Als sie bemerken, dass Lydia verschwunden ist, sind sie natürlich besorgt und fangen an, sich Gedanken zu machen, denn natürlich möchten sie herausfinden, was passiert sein könnte, wo sie stecken könnte. Und so wird uns die Familiengeschichte erzählt. Wir lesen viel über ihre Gedanken, wie sie die anderen Familienmitglieder sehen, wie sie sich selbst sehen und natürlich gibt es auch viele Rückblicke in die Vergangenheit. Und so setzt sich Stück für Stück das Puzzle für den Leser zusammen.
Und es offenbart sich auch recht schnell, dass die wirklich liebevolle Familie mit den besten Absichten an all dem Unausgesprochenen unbemerkt auseinandergebrochen ist. Mir gefiel, dass der Leser langsam ein immer klareres Bild bekommt und auch, dass Ing alle Figuren so glaubwürdig dargestellt hat. Sie hat es sogar geschafft, die tote Lydia lebendig werden zu lassen, zumindest in den Erinnerungen. Ein Familienporträt also, wo die Risse durch Lydias Tod sichtbar werden, wo die Folgen des Unausgesprochenen sichtbar werden. Daneben geht es aber auch um so Themen wie Rassismus. Der Vater ist Amerikaner mit chinesischen Wurzeln, die Mutter ist weiß, was in den 50er, 60er Jahren nicht nur skandalös, sondern stellenweise sogar verboten war. Und dieser Rassismus hat auch Auswirkungen auf die Familie. Es geht auch um die Hoffnungen und die Erwartungen der Familie, der Gesellschaft und auch des Einzelnen. Ein wirklich sehr berührendes, feinfühliges, realistisches, unaufdringliches, aber eindringliches Buch, das ich so gerne gelesen habe und das mich wirklich in den Bann gezogen hat. Ich wollte es kaum aus der Hand legen. Ich fand das Buch wirklich toll und kann es euch wärmstens empfehlen. Dann ging es weiter mit einem englischen Buch, und zwar The Wolves of Willoughby Chase von Joan Aiken. Hier geht es um zwei Mädchen, es ist ein Kinderbuch, es geht hier um zwei Mädchen, die in der Obhut einer entfernten Verwandten bleiben sollen, während die Eltern verreisen. Es stellt sich aber sehr schnell heraus, dass die entfernte Verwandte ganz andere Pläne hat auf diesem Anwesen, und bei ihrem Vorhaben stören die zwei Kinder sie natürlich. Deswegen bringt sie sie an einen weit entfernten und schlimmen Ort, und das Abenteuer der Mädchen beginnt. Es fragt sich, was sie machen werden. Ein Kinderbuch, das ich richtig gerne gelesen habe. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es sehr spannend. Es war sehr abenteuerlich. Es war auch sehr zauberhaft, passend zur Winterzeit. Falls ihr mehr über dieses Buch erfahren möchtet, schaut euch gerne das Buch Video Bücher für den Winter an. Dort habe ich nämlich etwas mehr über dieses Buch gesprochen. Deswegen halte ich es hier auch ganz kurz. Genauso wie auch Schneeland von Kawabata, das ich im gleichen Video vorgestellt hatte. Deswegen halte ich mich jetzt an dieser Stelle auch nicht an die Reihenfolge. In diesem Buch geht es um eine Liebesbeziehung zwischen einem verheirateten Mann und einer Geisha im Schneeland in Japan. Ihre Beziehung ist recht schwierig und auch nicht leicht zu durchschauen, ebenso wie die Charaktere selbst, was aber auch daran liegen mag, dass Kawabata hier vieles nur andeutungsweise geschrieben hat und nicht direkt und offen. Dadurch war das ein ganz neues Leseerlebnis für mich und deswegen auch sehr faszinierend. Ich habe es sehr gerne gelesen, da es insbesondere sehr atmosphärisch war. Und wenn man einmal eingetaucht ist, ist man eingetaucht in diese Geschichte. Das gefiel mir. Falls ihr also mehr über diese beiden Bücher erfahren möchtet, findet ihr die Links wie gehabt. Als nächstes habe ich gelesen 5 Viertelstunden bis zum Meer von Ernest van der Kwast. Das Ganze spielt 1945 in Süditalien im Sommer. Es geht um Ezio und Giovanna. Die beiden verlieben sich ineinander als Jugendliche. Ezio liebt Giovanna ernsthaft. Er möchte eine feste Bindung eingehen, denkt sogar ans Heiraten. Giovanna hingegen liebt etwas verspielter. Sie will nicht so richtig eine feste Bindung eingehen, sie hat eher Angst und auch ihre Unabhängigkeit ist ihr recht wichtig. Ende des Sommers dann reist Ezio ab. Er will alles und jeden hinter sich lassen. Er reist nach Südtirol und wird dort Apfelpflücker. 60 Jahre später als Rentner erhält er dann einen Brief von seiner ersten und einzigen Liebe, denn Giovanna hat sich all die Jahre ihre Sehnsucht nicht eingestanden. Die ganze Geschichte hier wird nicht chronologisch erzählt. Es beginnt mit diesem Brief von Giovanna an Ezio und dann geht es eben in Rückblenden und in Erinnerungen und mit Zeitsprüngen wird dann die ganze Liebesgeschichte erzählt, aber alles sehr nachvollziehbar. Mit unter 100 Seiten ein recht knappes Büchlein, wodurch wird zwar Einblicke in die Figuren erhalten, aber auf einiges wird nicht näher eingegangen. Ich fand dieses Buch ganz okay, aber leider nicht mehr. Mein Geschmack hat es nicht ganz getroffen. Ich denke eher empfehlenswert für diejenigen, die eine kurze Liebesgeschichte für zwischendrin mal so suchen. Wieder einmal die Reihenfolge meines Lesemonats ignorierend, fasse ich die nächsten zwei Bücher auch sehr kurz, denn ich habe beide vorgestellt im Video 4 Bücher unter 200 Seiten. Zum einen Novecento von Alessandro Barrico, wir schreiben das Jahr 1900. Auf einem Ozeandampfer wird ein Findelkind von der Besatzung gefunden und aufgezogen. Sie nennen den Jungen Novecento. Er entpuppt sich im Erwachsenenalter als begnadeter Klavierspieler, wird auch eine Legende als Ozeanpianist und vor allen Dingen wird er diesen Dampfer sein Leben lang niemals verlassen. Eine sehr berührende und bewegende Geschichte, vor allem das Ende gefiel mir ausgesprochen gut.
Das dazu. Dann noch Frühstück bei Tiffany von Truman Capote. Es geht hier um Holly Golightly. Das Ganze spielt in New York in den 40er Jahren. Holly ist eine scheinbar unbekümmerte Frau, die das Leben genießt und auch weiß, wie sie sich von Männern das Leben finanzieren lässt. Doch mit der Zeit erfahren wir, was es mit der Vergangenheit von Holly auf sich hat, welche Ängste sie umtreiben und warum sie scheinbar ein solches Leben führt, wie sie es führt. Und ja, beide Bücher gefielen mir sehr gut. Das letzte Buch im November war eigentlich Schneeland, in diesem Fall aber jetzt Hochland von Steinar Bragi, ein Thriller. Zwei Paare fahren in Island, ins Hochland, in die Einöde, um Urlaub zu machen. Doch sie haben einen Unfall, prallen mit dem Auto gegen ein Haus, in dem ein sehr sonderbares, wortkarges altes Paar lebt. Sie müssen dort eine Nacht übernachten, denn das Auto ist hinüber. Doch bleibt es nicht nur bei dieser einen Nacht, denn allen Versuchen zum Trotz kommen sie von diesem Ort nicht weg. Sie sitzen fest. Alle vier Urlauber sind ziemlich kaputte Menschen mit einer schwierigen Vergangenheit, was sich durch die häufigen Rückblenden auch zeigt. Obwohl es bei diesem Thriller auch um die Charaktere und ihre Psyche geht oder gehen sollte, fand ich die Figuren recht fragwürdig. Richtig durchblicken konnte ich bei ihnen leider nicht und auf Dauer habe ich auch immer mehr das Interesse an ihnen verloren. Die Gedanken und die Handlungen waren für mich nicht immer nachvollziehbar, was aber auch daran liegen kann, dass sie sich regelmäßig mit Alkohol und Drogen zudröhnen. Die Spannung wurde immer wieder mal aufgebaut durch Entdeckungen, als sie versuchen, dem Ort zu entfliehen oder auch durch Funde im Haus. Aber so richtig durchgängig wurde die Spannung für mich nicht gehalten. Zum einen durch die häufigen Unterbrechungen durch die Rückblenden und zum anderen auch, weil zu vieles einfach zu lange unerklärlich blieb. Manche Sachen, die sich ereignen, haben sich auch im Sande verlaufen und wurden gar nicht mehr aufgeklärt. Das alles gefiel mir schon nicht so gut. Mein größter Kritikpunkt aber ist das Ende. Es endete für mich sehr unbefriedigend. Also manches machte schon Sinn, wenn man es sich selbst zusammenreimt, aber ich fühlte mich doch veräppelt. Ich kann es nicht anders sagen. All das Vorherige zu lesen und dann vor so einer Lösung zu stehen, fand ich sehr, sehr schade. Der Plot konnte mich nicht überzeugen, die Charaktere ebenso wenig. Das Ende fand ich schlecht und deswegen gefiel mir dieses Buch leider nicht. Und damit wären wir am Ende des Videos. Lasst mich gerne in den Kommentaren eure Meinung zu den Büchern wissen oder ob ihr etwas entdecken konntet, was euch interessiert. Lasst uns gerne ein bisschen austauschen. Und damit wünsche ich euch noch schöne Lesestunden. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.